Die SPD kommt danach auf 37% und wird deutlich stärkste Kraft. Die CDU verliert deutlich, 24%, das wäre ihr bisher schlechtestes Landtagswahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern. Die Linke stabil bei 17%, die FDP sicher draußen mit 3%, hat sie nur ein Gastspiel gegeben, eine Legislaturperiode lang. Die NPD sehen wir im Moment eher drin mit 5,5%, die Grünen sicher drin mit 8,5%, ein Novum in Mecklenburg-Vorpommern, andere Parteien 5%. Was bedeuten diese Zahlen ausgedrückt in Gewinnen und Verlusten? Hält soeben seine Rede an das Parteivolk. Die Stimmung ist sehr angespannt. Ich höre gerade nicht, ob ich auf Sendung bin. Mit den Erfolgen des Wirtschaftsministeriums und Jürgen Seidel. Die angespannte Stimmung ist fast unerträglich hier. Die Leute sind sehr schockiert, dass die CDU die Wahl verloren haben. Denn es müssen immer die CDU in dieser Regierung. Tatsächlich zeichnet sich ab, die NPD wird wieder in den Schweriner Landtag einziehen. Die Hochrechnung von 19.28 Uhr bestätigt noch einmal die Prognose. Hier ist die aktuelle Hochrechnung. Danach kommt die SPD auf jetzt 36,6%, ist der Gewinner, plus 6,4 Punkte. Die CDU fährt ihr bisher schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ein, 23,3%, minus 5,5. Und mit irgendwelchen Überraschungen rechnete zu diesem Zeitpunkt wohl keiner mehr. Udo Pasteurs triumphiert. Die rechtsextreme NPD ist erneut im Landtag. Zwar haben sie Stimmen verloren, doch das scheint egal. Walter Udo Pasteurs, der Spitzenkandidat der NPD, guten Abend. Sie sind wieder im Landtag, das ist sicherlich eine prima Leistung für Sie, aber Sie haben Prozente verloren. Ist das die Quittung dafür, dass Sie in der vergangenen Legislaturperiode doch nicht sehr viel bringen konnten? Nein, im Gegenteil. Wenn ich das vor dem Hintergrund der unglaublichen Hetze auch in den Medien bewerte und wenn ich sehe, dass alleine in den letzten 4 Tagen noch mal fast 2,5 Millionen Euro wahrscheinlich aus den Mitteln der Steuerzahler nur dafür verwandt wurde, uns zu verhindern. Und dieser gesamte Wahlkampf überhaupt keine Auseinandersetzung unter den Blockparteien war, von Die Linke bis zur CDU, dann haben die sogenannten selbsternannten demokratischen Parteien zu Recht heute die Bestätigung einer nationalen demokratischen Kraft hier erlebt. Und ich glaube, Herr Holter, hören Sie auf zu holen. Darf ich das noch kurz kommentieren? Herr Holter, hören Sie auf zu pöbeln, das tun Sie im Landtag und behaupten dann, wir würden das tun. Es gab im Landtag mehrere hundert Ordnungsrufe gegen die NPD und 44 Mal sind Sie auch aus der Sitzung verwiesen worden. Warum wollen Sie denn in den Landtag überhaupt wieder rein? Weil ich es für wichtig halte, dass nicht dasselbe Blabla, was wir eben hier zu meiner Rechten gehört haben, sich dort fortsetzt. Man sagt, man will Bildung verbessern, mehr Arbeitsplätze schaffen. Man sagt, die Abwanderung stoppen. Tatsache ist, jeder Fünfte hier in Mecklenburg-Vorpommern ist auf Zeitverträgen beschäftigt. Wir haben allein in den letzten 8 Tagen vor der Wahl hier erlebt, dass mehr als 2000 Arbeitsplätze verloren gingen. Konkurse, Verschleppungen von Bilanzen, Fördergeldschwindel. All das ist wichtig, dass das eine demokratische Stimme bekommt. Und wir haben sie bekommen. Und wir werden weiterhin hart am Wind, sowohl im Parlament als auch auf der Straße, genau das tun, was die Wähler von uns verlangen. Also nämlich die asoziale Politik der etablierten Parteien anprangern und in die Öffentlichkeit tragen. Das ist mein Auftrag und den werde ich erfüllen. Ich gebe zu Jörg Schönenborn. Kommen wir jetzt zu einem weiteren Wahlverlierer. Stefan Köster, der Landesvorsitzende der NPD, ist zu uns gekommen. Herr Köster, obwohl Sie das halbe Land mit Ihren Plakaten vollgestellt haben, jetzt doch ein deutlicher Verlust von 7,3 auf vielleicht 5,5. Noch ist es eine Zitterpartie. Hat die Partei hier im Land ihren Zenit überschritten? Selbstverständlich nicht. Auf den ersten Blick haben wir natürlich Stimmen eingebüßt, aber der Abend ist noch lang und die NPD hat auch 2006 vom frühen Abend zum späten Abend enorm zulegen können. Wir haben einen schweren Kampf gewonnen gegen sogenannte Kräfte, die sich demokratisch nennen, die mit Demokratie aber genauso viel am Hut haben wie skrupellose Spekulanten mit sozialer Verantwortung. Wieso wollen Sie eigentlich ins Parlament? Sie bezeichnen ja das als Quasselbude, als inhaltsleeres Geschwätz im Parlament. Und Sie fallen vor allen Dingen durch 483 Ordnungsrufe im Parlament auf.
Wir sind unangenehm im Landtag und das wollen wir auch bleiben. Wir werden den sogenannten Blockparteien weiterhin enorm Dampf machen im Auftrag der Wähler und das Leben mit uns im Landtag wird weiterhin unangenehm bleiben. 7 Gesetzentwürfe in 5 Jahren, das macht 1,4 Gesetzentwürfe. Viel Arbeit scheint da nicht drin zu stecken. Naja, wir haben mit die meisten Initiativen im Landtag gestartet. Das können Sie in der Statistik und der Datenbank des Landtages auch einsehen. Die NPD war nun mal die fleißigste Fraktion im Landtag in der abgelaufenen Legislaturperiode und das wird sie auch bleiben. Das wollen wir mal nicht beim Einhandeln von Ordnungsrufen. Das wollen wir mal nicht so stehen lassen. Aber danke für die erste Stellungnahme. Udo Pasteurs von der NPD. In den letzten 5 Jahren haben Sie unserer Beobachtung nach das Parlament oft als Bühne benutzt, sind häufig genug rausgeflogen. Bleibt es bei diesem Stil? Wie wollen Sie Ihre Themen in Zukunft umsetzen? Also das war kein schlechter Stil, wenn Sie die Gründe denn auch nennen würden, warum denn Abgeordnete meiner Fraktion des Saales verwiesen wurden oder warum wir Ordnungsrufe erhalten, dann ist das immer der Grenzbereich, wo die schönen blühenden Landschaften der Etablierten durch uns ja regelrecht zäsiert werden, indem wir sagen, Arbeitslosigkeit nicht abgebaut, sondern durch Abwanderung nur gedrückt, indem wir sagen, nicht neue Arbeitsplätze geschaffen, sondern einen regelrechten Ausverkauf der Interessen der arbeitenden Bevölkerung durch Billiglöhne. Wir haben gerade gestern die neueste Meldung bekommen, jeder 5. Arbeitsplatz hier in Mecklenburg und Pommern ist ein Zeitarbeitsplatz. Das ist ja auch was, Herr Pasteurs, worüber wir in unseren Medien auch berichten. Ja, richtig, ich will noch mal was sagen zu dem Stil. Das wäre ein guter Stil gewesen. Zu dem Stil, Herr Pasteurs, 459 Ordnungsrufe gegen die Ordnung und Würde des Parlaments. Das sind doch nicht weniger. Und das ist eine Frage der Definition, was man unter Ordnung und Disziplin versteht. Also wenn ich ganz hart am Wind klar die Fakten benenne im Bereich der Jugend, Arbeitslosigkeit und der Abwanderung und dann dreht mir jemand das Mikrofon ab, dann hat das also einen schlechten Stil zur Folge, dem ich dann der Präsidentin oder dem Präsidenten zuordne und nicht mir oder meinen Koalitionskollegen. Da müssen Sie schon also Ursache und Wirkung und vor allen Dingen das gemeinsame Bestreben der Blockparteien, die ich also von Linke bis CDU definiere, das gemeinsame Bestreben, keinen Antrag, Herr Pasteurs, keinen Antrag der NPD Herr Pasteurs, überhaupt wir werden uns das zu prüfen. Herr Pasteurs, das wir werden uns das genau angucken. Noch mal ganz kurz zu Ihnen. Der kommt hierher als ein fröhlicher, netter Mann von nebenan, der er nicht ist. Es ist ein Faschist, es ist ein Rechtsradikaler und die gehören verboten in Deutschland. Das ist typisch. Zu viel von dieser Runde. Haben, Sie andere Meinungen verbieten lassen wollen. Vielen Dank. Es wird Ihnen nicht, gelingen, junger Mann. Das ist Linksfaschismus. Die NPD hat Verluste hinnehmen müssen. Udo Pasteurs, der Spitzenkandidat, was gedenken Sie in einem Parlament umzusetzen, das Sie ja eigentlich ablehnen? Also zunächst einmal die Aufgabe zu erfüllen, die wir vom Wähler bekommen haben. Die Wähler haben uns beobachtet die letzten 5 Jahre und wir haben nämlich nicht getan, was wir gerade gehört haben, unisono dasselbe gefordert, dass die Menschen bessere Löhne bekommen, dass die Bildung besserer wird. Das ist ja eine Aussage, die bei jeder Partei auf dem Zettel steht. Wir machen weiter Folgendes. Wir sagen eben, dass dieses Land 10 Milliarden Schulden aufgetürmt hat und jedes Jahr die Banken eine halbe Milliarde Steuern dafür einkassieren aus den Taschen der Steuerzahler. Wir sagen, 25.000 Arbeitsplätze, die der Herr Ministerpräsident immer vor sich hergetragen hat, ist eine Mogelpackung. Das sind Billigarbeitsplätze, das sind 57% also Leiharbeit. Wir sagen im Bildungsbereich Mittelfeld, Herr Caffier, Sie gerade. Wissen Sie, Sie schreiben Intelligenz mit C. Und wollen Herr Caffier, jetzt haben wir noch nicht, Herr Pasteurs, jetzt haben wir noch nicht viel gehört, was Sie nun eigentlich umsetzen wollen. Die letzte Frage geht nochmal von Bettina. Schauen wir, wo die NPD weiterhin ihre Stimmen geholt hat. Die Struktur hat sich nicht geändert. Überdurchschnittliche Anteile gibt es bei den 18- bis 24-Jährigen 13%, 25 bis 34 11%. Und dann geht es langsam bei den Älteren wieder unter den Durchschnitt. Bei mir ist jetzt der Spitzenkandidat der NPD, Udo Pasteurs. Herr Pasteurs, trotz einer sehr aufwendigen Wahlkampagne haben Sie Stimmen verloren. Ist der Zenit für die NPD überschritten? Nein. Er beginnt gerade erst, weil in den nächsten Jahren ja die fatalen Politikfehler, die auch im Bund gemacht worden sind, Stichwort Euro, natürlich in die Geldbörse des ganz normalen kleinen Mannes hinein einschlagen wird. Das heißt also, wenn ich also konstatiere, dass gegen uns das Achtfache dessen
in den Wahlkampf gesteckt worden ist von Seiten der Blockparteien, dieser feinen Herrschaften hier zu meiner Linken. Ja, aber wenn man sich die, Dörfer in Vorpommern anguckt, dann denkt man, da haben nur Sie Plakate geklebt, das Geld muss ja auch irgendwo herkommen. Ja, Herr Pasteur, ist ein anderer Punkt. Sie haben auf Ihrer Landesliste keine Frauen auf aussichtsreichen Plätzen. Es gibt zwar Direktkandidatinnen, aber die haben ja keine Chance. Wo sind denn Ihre Frauen? Kann ich Ihnen sagen, wenn Sie bei der Linken kandidieren auf der Liste, kein Problem. Wenn Sie bei den Grünen auf der Liste kandidieren, kein Problem. Wenn Sie auf der NPD-Liste erscheinen, dann wird Ihnen das bei einem Nicht-Einzug quittiert werden durch Entlassung. Denn dieses Land entlässt ganz eiskalt Menschen, die sich für nationaldemokratisch... Ich glaube, ich habe eine andere Frage gestellt. Nein, ist das bei Ihnen Heim und Herd statt Parlament? Nein, das ist eben auch eine Schutzfunktion gegenüber den Mandatsträgern, die eventuell welche werden könnten, dass sie Nachteile nicht erleiden müssen, wie das hier dieser Gesinnungsstaat, dieser Blockparteienapparat jeden Tag unseren Mitgliedern und unseren Mandatsträgern... Das können wir doch gleich mal überprüfen an einer künftigen Mandatsträgerin. Ja. Vielen Dank, Herr Pasteur. Sie werden einziehen in den nächsten Landtag. Danke. Udo Pasteurs, die NPD ist wieder im Landtag, aber ein Drittel der Wählerstimmen verloren. Sie sind das bürgerliche Gesicht der Partei, aber vielleicht haben Ihnen ein paar Mitglieder die Außendarstellung verdorben, zum Beispiel der Direktkandidat im Bezirk Güstrow 1. Der wurde neulich mit einem T-Shirt fotografiert, auf dem die Unterschrift von Adolf Hitler war. Bekennt sich die NPD also zu Adolf Hitler? Nein, natürlich nicht. Und ich persönlich erst recht nicht, weil wir natürlich dieses Thema sehr vorsichtig behandeln müssen, weil ja auch da eine freie Auseinandersetzung über diesen Themenbereich nicht möglich ist. Aber ich möchte konkret etwas sagen, was der Ministerpräsident gesagt hat. Er spricht von ausgeglichenem Haushalt. Er verschweigt, dass er 10 Milliarden Schulden aufgebaut hat, unter anderem. Er spricht nicht davon, dass jeder fünfte Arbeitsplatz prekär ist. Er spricht nicht davon, dass das Bildungsniveau im Land sinkt. Er spricht nicht davon, dass wir nach wie vor Abwanderung haben, ganz massiv der jungen Leute. Und das wird unsere Aufgabe sein. Das wird auch wieder unsere Aufgabe sein, im Landtag ganz, ganz klar zu definieren. Hören Sie auf zu pöbeln, Herr Holter, das tun Sie im Landtag zu Genüge. Herr Pasteur, Sie haben jetzt das Wort. Danke. Vielen Dank. Das war die Runde der Spitzenkandidaten hier für die Tagesschau. Zurück nach Hamburg. Ja, das Stichwort NPD ist schon gefallen. Bei mir ist jetzt der Spitzenkandidat und Fraktionschef der NPD, Udo Pasteurs. Sie sind wieder im Landtag, haben Stimmen verloren. Die Grünen mit ihren Ansätzen liegen weit vor Ihnen, Herr Pasteurs. Sie hatten sich ja sicherlich auch mehr erhofft, oder? Zwei Punkte. Einmal die Grünen. Wer grün wählt, muss auch grün bezahlen. Ein Liter Benzin 5 Euro und alles auf erneuerbare Energie und das subventioniert mit Milliardensummen aus dem Bund. Das werden die Leute auf ihrer Rechnung dann am Monatsende sehen. Zweiter Punkt, hier drüben Herr Holter. Wenn also ein Moskau-Schüler wie der Herr Holter, ehemaliger SED-Mitglied und Angehöriger der Mauermörderpartei hier von dem... Herr Pasteurs, beide Parteien haben übrigens wesentlich besser abgeschnitten als Sie. Ich habe mal eine Frage, ganz einfach. Warum, ja, Herr Pasteurs, lassen Sie doch auch mal Zeit für eine Frage. Ich wollte mal fragen, warum Sie überhaupt noch ins Parlament zurück wollen. Denn Sie selbst sprechen ja davon, dass Parlamentsdebatten ein einziges und vor allem trauriges Schmierentheater sind. Und selbst sind Sie eigentlich nur durch Ordnungsrufe und Provokationen aufgefallen. 483 Stück. Also zunächst ist das auch ein großes Schmierentheater, denn das, was auch jetzt hier an Koalitionsaussagen getroffen worden ist, ändert die Politik in diesem Lande nicht. Die Politik ist gefesselt. Tatsache ist, dass wir 10 Milliarden Schulden in diesem Land haben. Tatsache ist, dass wir 500 Millionen Zinsen alle 12 Monate an die Banken ausreichen müssen. Mecklenburg-Vorpommern wird aber für die Haushaltskonsolidierung ja sehr gelobt. Wir wollen mal auf Ihre Arbeit kommen. Danach hatte ich eigentlich gefragt. In den letzten... Lassen Sie mich doch eine Frage stellen, Herr Pasteurs. Sie haben in den letzten 5 Jahren 7 Gesetzesanträge gestellt. Das sind 1,4 pro Jahr. Da kann man von parlamentarischer Arbeit eigentlich nicht sprechen. Haben Sie denn mal geschaut, wie viele kleine Anfragen und große Anfragen wir gestellt haben? Haben Sie denn mal unsere Anträge angeschaut, die alle unisono von vornherein abgesprochen, abgeschmettert werden? Die meisten dieser Anfragen bezogen sich auf die kriminelle Vergangenheit anderer Abgeordneter. Abgelehnt worden sind, weil man vorher vereinbart hat, erstens, Abschaffung der geheimen Abstimmung im Parlament 2006 und zweitens, egal was die NPD aufschreibt und wenn es noch so vernünftig ist, das wird konsequent abgelehnt. Und dann vielen Dank, Herr Pasteurs. Wollen wir mal gucken.